Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und wir wollen uns den Retro-Arc von Divon angucken. Wir hatten gerade Unboxing gemacht, sage ich nochmal. Wir haben hier so eine schöne Verpackung, wo er drin ist. Eine Tüte war mit bei. Dann der USB-Kabel ist mit bei. Zweimal Aufkleber. Denn auf dem Display war ein Aufkleber, den habe ich mir an eine Tür gemacht. Die Anleitung und der Dreieck, aber die Anleitung ist so klein, kann ich nicht lesen. So, jetzt werden wir den erstmal starten. Ich werde euch mal nach unten richten. Und ranzoomen, damit ihr auch seht, was wir da jetzt machen. So, jetzt drücken wir einfach mal den Power-Knopf und halten den gedrückt. Oh, der leuchtet. Cool. Bluetooth haben wir jetzt. Was haben wir jetzt? Die Zeit. Sehr cool. Ah, hier können wir erstmal laut machen. Machen wir mal komplett laut. So. Menü. Ah, so, da gehen wir hiermit durchs Menü durch. Dann haben wir hier die Einstellungen. Und die gehen wir, wenn wir da klicken, gehen wir, glaube ich, rauf. Genau. Ich weiß aber nicht, was das sein soll alles. Menü. Jetzt nehmen wir einfach mal Spiel. Dann haben wir hier verschiedene Spiele. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Tetris. Das sieht Tetris-mäßig aus. Oder warte, wir gehen nochmal weiter, was wir noch finden. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Start. Ah, nee, das ist. Die Geräusche sind auch cool. Oh. Das kann man auch ruhig mit ins Auto nehmen, würde ich sagen. So, jetzt lasse ich mich mal sterben und gucken, was passiert. Okay, so, Menü. Was soll das sein? Bluetooth, SD-Karte, Bluetooth, okay. Ah, okay, und dann kommt der Pilz und dann können wir das finden. Wartet, ich guck mal, ob ich ihn finde. Bluetooth. Erstmal Bluetooth anmachen. Ja, Tigger, ist gut. So, ah, ich habe ihn gefunden. Dito Light. Da drücken wir jetzt mal drauf. Wir sind verbunden. Ach Mensch, Kater, weg jetzt hier. So, Einstellungen. Anrufaudio, Medienaudio, gut. Und Verbindung beenden. Und wenn ich jetzt hier ein Lied höre, ich muss dann nur schnell erstmal auf Musik gehen, dann gehe ich auf Titel, Interpret, Nemesis, Böser Zwilling. Okay, also aus dem kleinen Ding kommt ja wohl ordentlich was raus, würde ich jetzt mal sagen. Das können wir ruhig laufen lassen. So, und guckt mal euch den Pilz an. Was soll ich noch sehen? Ich
Ist doch geil. Ich find's cool. So, jetzt drücken wir mal hier rauf. So. Jetzt haben wir hier Farben. Gucken wir mal nach. Start. Ach, dann können wir den steuern. Achso, wir sollen das nachmachen. Blau, schwarz, lila. So, und das war's? Ne, wieso haben wir das jetzt nicht beendet? Ach, dann hiermit können wir dann hoch und runter gehen. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Einstellungen. Hier auch bestätigen. Was haben wir hier? Achso, da können wir uns blau oder rot aussuchen. Wir nehmen blau. Ah, der macht so ja Lieder weiter, okay. Ne, das ist irgendein Zähler. Also man müsste sich das schon mal durchlesen, was die von einem wollen. Oh ja, hot. Das finde ich ganz okay. Gucken wir mal, ob wir Einstellungen noch haben. Uhr. Uhr, hier haben wir die Uhr. Was ist denn jetzt an hier? Also ich habe jetzt irgendwie geschafft, mit dem Divon das Bluetooth-Signal auf die Küche, auf die Box weiterzuleiten. Wie? Keine Ahnung. So, ich verbinde mich mal gerade wieder neu. Achso, wir müssen mal gucken, wie spät haben wir das jetzt? 17.10 Uhr. So, haben wir gestellt. Noten.
Ah, hier können wir der Musik abspielen. Okay. Und schon sind wir wieder da. Gute Sache. Oh, scheiße. Ach, mit dem drehen wir um. Okay. Ich mach mal tot. 0 Punkte. Sehr geil. Einstellungen. Ja, Einstellungen. Sieht man halt hier schlecht. Das sieht man echt schlecht. Also da muss ich jetzt mal rauszoomen. DB. Ach so. Test. Das ist ein DB-Tester. Da kann man dann testen, wie viel DB das sind. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal zurück. Stoppuhr? Achso, das soll eine Stoppuhr sein. Okay, Stoppuhr ist mit bei. Das erste weiß ich noch immer nicht, was das sein soll. Das 1-0. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Stoppuhr. Steht jetzt auf 6.10 Uhr. Also da, ich habe es eigentlich umgestellt bei der Uhr. 17.10 Uhr, seht ihr? Ich habe 17.10 Uhr eingestellt. Aber irgendwie hat er das nicht genommen. Ja, das weiß ich nicht, warum er das jetzt, ehrlich gesagt, warum er das nicht nimmt. Dann haben wir denn hier so ein Malspiel halt noch. Also ich finde es ehrlich gesagt ganz interessant. Vor allem, man kann auch Musik von SD-Karte abspielen. Ja, wenn ich ausmache, ich zeige euch das nochmal schnell mit dem Anmachen und Ausmachen. So, da könnt ihr das gleich mal sehen, wie es leuchtet. Zack. Zack, Bluetooth. Und der verbindet sich jetzt. Ich habe beim Handy natürlich nur Bluetooth angelassen. Aber steht immer noch auf 6.12 Uhr. Warum auch immer. Und startet gleich. Also mit vor und zurück kann ich halt Lieder machen. Wir können ja hier bei Musikern dann optisch irgendwas Schönes machen, damit es nicht so gleich aussieht. Wir können auch leise machen. Ja. Und wenn wir den hier ausmachen. Zack, ist er aus. Also ich finde vom Optischen
sehr ansprechend. Ich mache ihn aber wieder in die Schachtel rein, weil das sieht voll geil aus. Weil das sieht, wenn man sich den hinstellt, sieht das richtig cool aus. Also ich finde, also so an sich ist es ein Hingucker, aber ja, das ist halt hier oben mit den Henkeln ist das halt ein bisschen doof gemacht, aber ich finde das halt so an sich, wenn man den jetzt so hat, das ist schon ein Hingucker, irgendwie so eine kleine Box mit dem und dann kann man sich den rausholen. Finde ich cool. Den Pixel, nicht Retro-Arch, den Pixel-Art. Ja, den werde ich jetzt auf jeden Fall mal eine Weile benutzen und damit Tetris spielen. Dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Den Link zum Pixel-Art packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr gerne nachgucken. Ich bin dann jetzt mal weg. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin und die Juna.